Die 20 Meter Schläge vor dem Grün stellen viele Golfer vor ungelöste Aufgaben. Tina, ihr kennt sie ja von meinem Schwungprojekt, ist heute dabei. Ich werde sie unterrichten und ihr und euch auch zu Hause zeigen, wie ihr die Schläge rund ums Grün besser ausführt. Also bleibt dran, wir starten jetzt. Autsch. Tina, wir sind... Ja. Wir sind jetzt 20 Meter vom Grün. Das ist leider so ein kleiner Missgeschick passiert hier. Ja? Ja. Wie geht es dir allgemein bei diesen Schlägen vom Grün, 20 Meter vom Grün so? Ja, ehrlich gesagt nicht so gut, weil ich treffe den Ball immer wieder fett. Also ich wie soeben jetzt gerade, ja. Wie soeben und habe Angst, dass ich ihn sokettiere. Was ist dein Konzept, wenn du diese Schläge hast? Hast du irgendeine Schwungidee oder irgendeine Idee, wenn du diese Schläge machst? Ja, ja. Also ich probiere einfach, dass ich den Schläger, also dass ich wegschwinge, ohne dass ich winkel. Einfach, das heißt, die Hände winkle ich nicht ab und dann schaue ich, dass ich den Schläger so weit wie möglich zum Ziel führe, was wahrscheinlich dazu führt, dass ich dann eben in den Boden reinschlage oder dann eben Sockets habe. Ja, okay. Genau um das geht es heute. Also wir werden jetzt schauen, was das richtige Konzept ist, um solche Schläge gut auszuführen. Mhm. Wir gehen das Ganze jetzt durch. Ja. Und ich glaube, das Beste ist, wir erklären einfach ganz kurz einmal, was das Wesentliche ist bei diesen Schlägen. Mhm. Das Wesentliche bei diesen Schlägen ist, dass wir mit dem Sandwich, mit diesen Schlägen spielt man ja diese Schläge sehr, sehr häufig, dass man den Bounce verwendet. Das ist dieser, ja, das ist diese Fläche hier unter dem Wedge. Der Vorteil ist, wenn man den Boden auch einmal auf einer Stelle trifft, die nicht perfekt ist, rutscht der Schläger dadurch durch und man kann trotzdem noch gute Ergebnisse haben. Alle Profigolfer verwenden dieses Konzept des Bounces. Tina, habe ich jetzt schon gesehen, gleich vorneweg, verwendet eher die Führungskante, die Leading Edge, und gräbt öfters so hinein. Also Tina, das ist einmal als erstes Mal, dass wir mal das besprochen haben, der Hauptgrund, warum du Probleme hast. Du hast die Führungskante zu früh im Boden, mhm, wenn das passiert. Ja? Also okay. Das heißt jetzt vom Setup her, mhm, wenn wir uns kurz dein Setup anschauen, ja? Mhm. Genau. Dann sehe ich bei dir, dass dein Schläger ziemlich weit nach links geneigt ist. Also mhm, Tina hat den Schläger sehr, sehr weit nach links in dieser Position geneigt. Und wir wollen bei diesen Schlägen sicherheitshalber den Schaft ein wenig mehr Richtung Mitte geben. Okay? Ich sage nicht, dass es Mitte, mhm, ist, aber ein klein wenig links der Mitte ist okay. Aber sicherlich weniger links, als es du hast. Ja? Okay. Okay. Dann eine zweite Sache, damit du bessere Kontakte bekommst, ja? Damit du den Bounce besser präsentierst, mhm, ist sicherlich, wenn du die Schlagfläche vielleicht so 2-3 Grad öffnest, also nach rechts drehst. Mhm. Tina hat es sozusagen jetzt den Schaft von dieser Position hier in eine neutralere Position gegeben und den Schlägerkopf ein klein wenig nach rechts rotiert. Das präsentiert jetzt etwas mehr den Bounce und so wird es dann sich leichter tun, konstantere Schläge zu machen. Ich würde dich einfach mal bitten, dass du mal zuerst, mhm, einmal mit dieser neuen Setup-Idee mal ein paar 2-3 Bälle schlagst. Mhm. Ah. Gleich der erste Beste, gell? Ja. Okay. Mhm. Ich glaube, in diesem Fall haben wir jetzt gesehen, du hast jetzt tatsächlich den Boden viel zu früh getroffen, oder? Ja. Also ich glaube, wirklich so viel vorher im Boden, ja, rein, oder? Ja. Und was ist passiert? Ja, er ist trotzdem geflogen. Er ist trotzdem geflogen. Ja. Es war nicht der schönste Schlag des Tages. Nein. Ja? Aber er ist zumindest am Grün. Ja? Mhm. Also das ist, glaube ich, das absolut Wichtigste, was man sich hier mitnehmen kann. Wir wollen auf keinen Fall im Treffmoment den Schaft zu weit nach links geneigt haben. Wir wollen auf keinen Fall die Schlagfläche zu stark geschlossen haben, also nach links zeigend haben, weil das präsentiert die Kante hier. Das grabt ein. Lieber etwas neutraler den Schaft, etwas mehr öffnen. Das hat jetzt Tina jetzt geholfen, obwohl wir sicherlich noch in der Technik etwas besser machen können. Du musst eins verstehen, wir verwenden das Prinzip des konstanten Radius, okay, im Golfschwung. Das heißt, dass wir, wenn du dir vorstellst, wir haben hier vom Schlägerkopf hier zu meinem Brustkorb eine Schnur gespannt, mhm, da möchte ich, dass im ganzen Schwung der Abstand sozusagen immer derselbe bleibt. Okay. Ja? Ich möchte, dass der Radius immer der gleiche bleibt. Mhm. Beim langen Spiel ist es ein bisschen anders, da wird der Radius ein bisschen größer im Durchschwung, weil man ja etwas Power verwendet, mhm, und dann würde diese Schnur im Durchschwung reißen. Okay. Okay. Das heißt, in der Praxis schaut es dann so aus, dass die guten Golfer eigentlich nicht mit gestreckten Armen arbeiten. Mhm. Ich sage nicht, dass es gar nicht gibt, aber es ist sehr, sehr untypisch. Man sieht die besten Golfer der Welt, dass sie eher mit gebeugten
Ellbogen schon im Setup sind, ja, mhm. nicht mit gestreckten. Und man sieht auch, dass sie im Aufschwung die Ellbogen am Körper mehr oder weniger haben und auch im Durchschwung haben. Man kann sogar sagen, sie haben so eine Art Chicken Wing sogar. Ja. Ja. Und das ist immer sehr lustig, weil der normale Golfer versucht im langen Spiel immer die Arme zu strecken und biegt sie ab. Mhm. Und im kurzen Spiel, wo sie eigentlich abbiegen darf, dann streckt er sie. Ja. Okay, das ist genau umgekehrt. Ja. Wir wollen also eigentlich im kurzen Spiel die Ellbogen nah am Körper haben. Mhm. Ja. Mhm. Und ich möchte jetzt, dass du eine Übung machst, bitte, dass du einfach mal, dass wir diesen Radius konstanter haben. Mhm. Kannst du bitte meinen Schläger einfach mal mir geben, einfach hier. Ja. Ich möchte, dass du bitte die Ellbogen hier am Körper gibst hier. Und jetzt möchte ich, dass du einfach nur aufschwingst und immer die Ellbogen am Körper lässt hier. Immer am Körper lässt hier, okay? Super. Hüften soll ich stehen bleiben? Genau, man kann ruhig ein bisschen mitbewegen. Okay. Das Becken kann sich ruhig ein bisschen mitbewegen. Auch der Brustkorb kann sich mitbewegen Richtung Ziel, ja? Okay, das ist jetzt ein konstanter Radius. Mhm. Wenn du dir vorstellst, du hättest einen Schläger, ja? Okay. Das ist eine sehr, sehr einfache Erklärung von dem, was im kurzen Spiel passiert, ja? Das heißt, ich würde dich bitten, dass du mal deinen Schläger jetzt nimmst, die Ellbogen näher an den Körper gibst, und versuchst einfach mal mit diesem Prinzip einmal ein paar Schwünge zu machen. Okay, ich glaube, du merkst jetzt schon, dass du eine wesentlich verlässlichere Stelle hast, wo du den Boden jetzt triffst, oder? Mhm. Ja. So, und jetzt gibt es noch eine Sache, die mich etwas stört. Ja? Und zwar, ich habe vorher Tinas Schwung analysiert und ich habe gesehen, durch diesen Versuch, dass sie immer versucht, den Schläger so Richtung Ziel zu führen, hat sie auch automatisch die Hände in diese Richtung arbeiten, das heißt weg vom Körper. Und du musst verstehen, in einem Golfschwung ist es ja so, dass das die Schwungbahn ist. Und wenn ich mich drehe, dann werden die Hände sich in diese Richtung hier bewegen. Tinas Hände bewegen sich aber in diese Richtung hier. Das heißt, sie verändert dadurch auch die Schwungbahn komplett. Und das Problem ist, dass das ein Auslöser sein kann für Bälle, die vorher getroffen werden, also der Boden vorher getroffen wird, weil einfach ihre Schwungbahn zu viel von innen nach außen ist. Das heißt, ich möchte, dass du jetzt versuchst, dass du die Idee hast, noch einmal, dass, wie wir vorher gesagt haben, dass die Hände nah am Körper sind. Mhm. Und speziell jetzt am Durchschwung schaust du, dass du wirklich hier nahe bleibst, weil dann können die Hände etwas mehr nach links reinschwingen. Deine Hände sind gerade durchgegangen, dann ist der Schlägerkopf mehr in diese Richtung gegangen. Ja. Wenn du die Hände nach links schwingst, geht der Schlägerkopf mehr in einer neutralen Bahn durch den Ball und es wird dir dann helfen, die Bälle besser zu treffen. Okay. Ich meine, die Idee vorher mit dem Ellbogen nah am Körper hat dir schon allgemein geholfen, das zu verbessern. Ja. Aber ich möchte es dir nochmal wirklich explizit sagen, weil man sieht schon noch, dass du versuchst, die Hände nachzuführen. Ja. Das heißt, mach bitte dann gleich einen Probeschwung, wo du hingehst mit den Armen, mit den Ellbogen nah zum Körper. Mach bitte einen Aufschwung, wo du die Schlagfläche ein bisschen in den Himmel raufzeigen lässt. Genau, mit ein bisschen Körperdrehung dabei ruhig. Ja, genau. So, jetzt geht es um Treffmoment. Und jetzt möchte ich, dass die Hände ganz eng am Körper vorbeigehen. Ja. Also quasi die rechte Hand ganz nahe am Körper, weil das ist immer mein Problem, dass die dann loslässt. Ja genau, also du bist ganz nah am Körper hier vorbei. Okay, probier das mal. Genau. Also, das merkt man jetzt schon, gell? Das ist ganz andere Qualität. Auf jeden Fall. Toll, ja. Okay, Tina, das sind ja mega Schläger jetzt. Ich würde sagen, das übst du jetzt einfach mal weiter. Und in der Zwischenzeit sollen die Zuschauer über dir drüber ist ein Video, das schaut euch auch bitte an, da geht es um die Schläger rund ums Grün, da könnt ihr euch noch ein paar Schläger sparen. Also bis gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss. Ciao.